Ja, liebe Unterstützer der Alternative für Deutschland, ich stehe hier im Reichstagsgebäude. Wir haben heute Plenarsitzung, die läuft auch aktuell. Die hat gestern begonnen und wird morgen fortgesetzt. Und ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Überblick darüber geben, was für mich die relevanten Punkte waren. In der Sitzung gestern haben wir einen ganz wesentlichen Schritt in Richtung Arbeitsfähigkeit des Bundestags getan. Der Bundestag hat die Fachausschüsse eingesetzt. Das heißt, wir haben ab sofort Gremien, in denen die Facharbeit stattfinden kann, so wie es im Deutschen Bundestag üblich ist. Ich freue mich über den Einsetzungsbeschluss, weil es ab sofort dann richtig zur Sache gehen kann und das Improvisieren hier im Bundestag endlich ein Ende hat. Ein weiterer wichtiger Punkt stand heute auf der Tagesordnung. Dabei ging es um die Besetzung des parlamentarischen Kontrollgremiums. Das ist das Gremium, was zukünftig die Aufgabe hat, die deutschen Geheimdienste zu kontrollieren. Unser Wahlvorschlag war der frühere leitende Oberstaatsanwalt Roman Reusch. Er wurde nicht gewählt, was einmal mehr zeigt, dass es in diesem Hause nicht darum geht, vernünftige Entscheidungen zu treffen, sondern ideologische Entscheidungen zu treffen. Das lehne ich ab. Ich bin enttäuscht über diese Ablehnung und ich gehe fest davon aus, dass unsere Fraktion daran festhält, Roman Reusch auch beim nächsten Mal, beim nächsten Wahlgang wieder ins Rennen zu schicken. Schließlich haben wir einen Antrag debattiert, den wir selbst eingebracht haben als AfD-Fraktion. In diesem Antrag ging es uns darum, den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte stark einzuschränken. Dieser Antrag wurde abgelehnt und man hatte zwischenzeitlich, wenn man sich die Argumente der anderen Fraktionen anhörte, das Gefühl, in einem Zirkus zu sein und nicht im Deutschen Bundestag. Die CDU/CSU erklärte die Flüchtlingskrise für beendet und die SPD hat in ihrer Argumentation versucht, die Linke noch links zu überholen. Insgesamt fällt eins auf: Es gibt keine Argumente gegen diesen Antrag, sondern nur Phrasen, Phrasen, Phrasen. Und damit löst man in diesem Land keine politischen Probleme. Auch morgen wird es noch mal einen Antrag der AfD-Fraktion auf der Tagesordnung geben. In diesem Antrag fordern wir, die rechtlichen Möglichkeiten zu schaffen, zukünftig das Alter festzustellen bei sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die offensichtlich nicht mehr minderjährig sind. Nach Kandel wissen wir, dass das zwingend erforderlich ist und wir werden sehen, wie sich die anderen Parteien dazu verhalten, die nach Kandel, nach der Ermordung der 15-Jährigen laut nach dieser Möglichkeit der Altersfeststellung gerufen haben. Wir werden sehen, wie sie morgen abstimmen. Sie sehen, ein wichtiges Thema steht morgen auf der Tagesordnung, wird morgen hier im Bundestag debattiert. Die Debatte wird übertragen bei Phoenix oder auch übers Internet. Nutzen Sie die Chance, sich diese Debatte anzuschauen. Ich bin sicher, sie wird sehr spannend. Ich werde jetzt wieder in den Plenarsaal zurückgehen. Die Plenarsitzung wird heute mindestens noch bis 22:40 Uhr andauern. Ich wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe mit besten Grüßen, Ihr René Springer.